Moin Moin, liebe Rubelfreunde. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Ah, da habe ich ihn angerubbelt hier. Ja, der Merkurix ist ein sehr toller Rubbler. Jetzt guckt er immer den Rubbelkönig. Ich weiß gar nicht, warum mir YouTube das eine Mal vorgeschlagen hat. Das hat mich jetzt sehr verwirrt. Du hast mir das erzählt und seitdem sind wir in Rubbelfieber. Ja. Nee, ich bin eigentlich nicht im Rubbelfieber. So, ich bin gespannt, wie wir jetzt unsere Wall komplettieren. Ich fahr zu dem Linken. Dann fahr ich zu dem Rechten. Ich weiß noch nicht so genau. Es war sinnlos, weil wir dann über Kreuz scouten, aber so viel Unterschied macht das ja auch nicht. Okay, ich fahr dann zu dem Linken. Nein, ich hab den anderen schon angeklickt. Unsere Wall wird nie im Leben zugehen, Sarok, so wie du das gebaut hast. Und ich auch. Ja, ich hab schon geguckt. Ich konnte mein Gate nur so bauen. Da ging kein Gate hin. Leider. Ja gut, dann müssen wir ein bisschen umdisponieren. Ja, würde ich auch sagen. Also, aber das ist ja Opening Match, das ist egal. Hier schon mal kein Dings. Guck mal einmal, wahrscheinlich. Ne, ich fange mal noch gleich hier. Okay, jetzt kommt das Dings. Die Barracks ist ein bisschen spät bei ihm. Oh, er hat mich versucht zu surrounden, was und ist dabei kläglich gescheitert. Zack, baut jetzt Pool. So. Hast du gehört? Ja, hab ich. Ist aber jetzt nicht so ungewöhnlich, deshalb. Hast du einen Pool? Wenn du mir jetzt gesagt hättest, der Pool vom Zerg ist durch, dann hätte ich Panik geschoben, aber so. Ja, wie machen wir jetzt mal eine schöne Wall hier draus, nicht? Ich baue erstmal hier so ein Cybercore hin. Ist hier zu? Boah, hier ist wenigstens zu. Jetzt haben wir nur noch diese Riesenlücke hier. Dich brauche ich jetzt. Müsstest du den Cybercore ein bisschen so bauen, dass du vielleicht da eine Lücke kriegst. Also, geht das oder ist es zu klein? Könnte sogar schon zu eng sein. Das ist echt die schlechteste Wall, die ich je gesehen habe. Die haben auch wir gebaut. Ich glaube, wir müssen den vielleicht sogar noch einen weiter... Ja. Ja, wir müssen hier gleich noch einen Pilot hinbauen, aber ich brauche eigentlich einen Pilot. Kann ich mal machen. Nehme ich halt keinen Pilot unten, dann komplettiere ich lieber meine Wall. Mir ist immer noch kalt, obwohl ich den Pulli anhabe. Aber ich komme erst vor kurzem nach draußen. Draus vom Walde komme ich her. Eigentlich komme ich draus vom Wasser her, aber egal. Das ist auch ein schöner. Draußen vom Wasser komme ich her. Von allen Seiten gab es heute wieder Wasser. Ström gegossen. Der Wasserstand im Meer war auch schon wieder höher. So, ich habe mich ja heute wieder ausführlich über Hunderassen beschäftigt. Boah, ist das scheiße, oder? Warum? Weil wir halt so eine Website programmieren müssen, wo wir einem Pseudo-Hundezüchter sind. Und da sind wir mit der Logik der Website inzwischen fertig und müssen das jetzt mit Inhalt füllen. Da kommen Linge auf uns zu. Ich schicke meinen Adept trotzdem mal weiter nach vorne. Du clearst die da schon mit dem Adept, der da unten steht und den du jetzt mal nutzen solltest, damit meine Drones nicht hier sterben. Sarok, hilf mal bitte da. Genau. Oh, was macht denn diese Queen da? Ein bisschen interessant. Jetzt töte den doch mal. Bevor sich hindurch knuspert. Da hier alles gescoutet, weil es halt wieder nicht aufpasst. Also so geht ja meine Aufnahmesession hier schon wieder gut los. So, währenddessen bin ich an zwei Widowmines gestorben. Aber ich finde, da gehört schon was zu, mit einem Adepten zwei Widowmines auszulösen. Das kriegt nicht jeder hin. In der Tat. Das Problem daran ist, dass mein Oracle natürlich gleich auch prädestiniert dafür ist, in Widowmines zu fliegen. Ich habe schon wieder vergessen, wie wir das spielen. Zerg und Terraner. Ah, du machst da schon einfach sinnvolle Sachen. Robo kann man immer gebrauchen. So. Die Sterne stehen gut. Oh, cool! Nein, der hat zu weit geschossen. Frechheit. Das war schlecht von mir, muss ich zugeben. So, auch mal so ein Gedöns, wie andere sagen würden. Sind dann auch Supply blocked. Auch immer schön.
unsere Schicksale. Teleportation erfolgreich. Er ist ja das Einspielspiel. Du kannst mal hier nochmal schön gucken. Zack. Ist ja das Einspielspiel. Ich finde diese Oracles mit dem Schnabel so komisch. Die haben so einen komischen Schnabel. Verstanden. Ich hab richtig verstanden, dass das Einspielspiel ist, oder? Jaha. Spiel doch deinen Carrier Rush oder was auch immer du machen willst. Da wollte ich hin. Irgendwer hupt hier. Ne, 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 ne. Ah, warum auch nicht. Ich bin so Pueblo. Das ist nicht schön. In der Tat. Da kommen relativ viele Linge auf uns zu. Das ist nicht so geil. Das stimmt. Wenn das fertig wird, wenn ich baue, können uns dann helfen. Wird das aber nicht. Ja, das musst du, glaube ich, grenzen. Wo ist nur ein Oracle? Ach, hier. Oh, der Charge hat nochmal gerettet. In der Tat. Ihr sucht Führung. Der ist der Erste. Es ist vorher. Habe ich eigentlich schon Forges gebaut? Ich glaube nicht. Oh, Supply Block verschenkt. Nicht so geil. Apropos, du musst immer dran denken zu Chronoboost, ne? Weil das ist was, wo du noch sehr viel Potenzial hast. Ich hätte erstmal gerne sehr viel Gateways. Ich auch, aber ich habe keinen Platz, die zu bauen. Ich habe hier schon welche gebaut. Ich habe ja schon ganz viele Gateways. Oh, ich hätte fast meinen Koloss da reingelaufen. Ja, manchmal muss man auch einfach Stärke symbolisieren, auch wenn man eigentlich keine hat. Ich habe einen Koloss. Ja, ein. Ohne Extended Thermal Lance, das ist ja nix. Thermal Lance, Schmörmel Lance. Aber wenn du es Thermal Lance Chronoboost benutzt, dann wäre das was anderes. Ich habe hier erstmal einen Immortal eingebaut. Falls hier der Pilot mal gedroppt wird, habe ich einen Immortal, der den bewacht. Das war mein Plan. Mann, diese Immortals sind manchmal auch echt bescheuert. Ich spiele auch so, als wäre das ein Einspielspiel, weil es ist ja auch eins. Da kommen übrigens Linge, die sind alle reingerannt in meine Stasisfalle. Was macht dein Koloss? Lass mal den Scouting-Koloss zu Hause. Schade. Jetzt ruhig mal geskinnt. Und töte die Linge gleich da mit deinen Kolossen. Ohne zusätzliche Pylonen wird das nichts. Sobald du kannst. Sehr gut. So wollte ich das sehen. Deshalb habe ich doch die Stasisfalle da hingesetzt. Und hast du noch einen Observer hier irgendwo in der Nähe? Ich habe, glaube ich, irgendwo einen in der Nähe. Moment. Müssen nämlich mal den Creep langsam clearen. Mach das mal mit deinen Kolossi. Und da kommt gerade neuer Creep, den sollten wir auch mal eben clearen. Wir müssen mehr Pylonen bauen. Ich sehe noch ein bisschen Potenzial in meinem Placement der Gebäude. Ja, ich auch. Clearst du mal eben mit deiner Armee eben den Creep hier? Ich habe einen Observer für dich dahingestellt. Meine Armee ist hier hinten so beschäftigt. Mit rumsteht. Möchte ich da gerade nicht ablenken. Wir machen schon wieder zu lange nichts. Wollen wir gleich angreifen, Cyrock? Ja, kann man machen. Ich baue noch ein paar Gateways. Ich auch. Das können wir nur in einem. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas herbauen. Ist dein Creep jetzt geklärt? Ja, ein bisschen. Okay. Aber ein bisschen mehr geht da auf jeden Fall auch noch. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr. Oh nein, jetzt wurden wir gescannt. Upgrade durchgeführt. Chance ist natürlich hoch, dass da gleich Lurker stehen, aber du hast ja Kolosse. Das ist gar nicht so schlecht dagegen. Ich mache währenddessen wieder so geile Wolken hier mit meinen Arkens. So, du fliegst mal nochmal ein Stückchen voraus. Ghosts haben wir hier. Also ich sollte ein bisschen aufpassen. Du kannst dagegen deine Kolosse mal ruhig vorschicken. Hier sind Widowmines. Schön, dass dein Observer da gerade war. Den kannst du auch da mal eben lassen. Jetzt hast du ihn leider weggeschickt. Ach, Zyrock. Zyrock, was machst du mit deinem Observer? Ich weiß nicht, wo ist der? Ich hab keine. Du hast ihn nach Hause F2'd, aber leider, der war zwischendurch in einer guten Position, weil du ihn nach Hause F2'd hast, aber. Ja, also EMPs war nett von ihm gedacht, aber trotzdem hätte ich noch genug Storms machen können.
Ich finde meinen Warp Prison leider nicht mehr. Ja, meins ist ein bisschen weit hinten. Das ist ärgerlich. Meins leider auch. Aber Kolossal machen das nicht. Der Tag ist gesieged und wird jetzt gefährlich langsam. Der Tag ist gesieged. Immer diese Tags. Ich will gleich mal meinen Warp Prison ein Stück weiter nach vorne holen. Oh, ich habe noch einen High Templar gefunden. Immer schön, wenn man irgendwo noch einen random vollen High Templar findet. Wenn er nur dafür da ist, die Reinforcement-Linie zu töten. Was haben wir denn hier noch so? Hier ist ja gerade gar nichts, was die Texture angeht, oder? Oh, mein Ding ist noch nicht auf dem Hotkey. Boah, ich spiele echt noch nicht so gut, Cyrock. Entschuldige das. Bitte. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, was ich hier mache. Ja, ich kümmere mich um die da hinten, du da vorne. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Achso, da bist du schon. Ich wollte jetzt auch gerade hinlaufen, als ich meine Basis zerstört habe. Also nicht meine, sondern die des Gegners, logischerweise. Oh nein, er hat gescannt. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Oh, da muss ich irgendwo. Oh, er hat Neo-Steel, wie auch immer das Upgrade heißt. Das wurde gebufft. Zwischen ist das Armor-Upgrade, also das Gebäude-Armor und Neo-Steel ist ein Upgrade. Ja, Warp Prism hat viel Chaos gemacht, aber jetzt ist es auch am Ende. Ja, einfach neue Welle. Irgendwo müsste mein neues Warp Prism gleich mal sein. Da, ich hab's gefunden. Okay, ich habe ungefähr 18.000 Gates vergessen. Das ist schade. Hast du gleich nochmal eine Welle? Dann können wir nochmal loswellen. Verwendet mich. Ja, Moment. Der Kampfesruhm wird unser sein. Der Kampfesruhm wird unser. Ich will mal mit. Ich werde jetzt hier verfolgt. Bei dem Mineralien-Cluster gibt es nichts mehr zu holen. Ja, renn am besten komplett über diese Windsbrücke. Ich wusste gar nicht, warum ist auf dieser Seite so eine Windsbrücke? Überhaupt so ein Ding. Ist ja voll bescheuert. Oh, Widowmines. Und er hat hier, die werden ja nicht mehr aufgedeckt automatisch, die Widowmines. Haben sie ja wieder rausgenommen. Schade eigentlich. Aber wenn Zalrock eine Base mehr hat als man selber, dann weiß man, man hat irgendwie echt nur ein Aufwärmspiel gespielt gerade. Ne? Wo ist denn mein Warp Prism? Ist er schon wieder tot? Ich will mal nochmal. Sieht so aus, ich finde es auf jeden Fall nicht mehr. Ich will mal weiter, ne? Ja, ich muss leider wieder mal zu Hause warpen, weil ich meinen Warp Prism nicht finde, falls es noch irgendwo ist. Und sonst habe ich es verloren. Lass mal eben noch kurz zwischenwählen. Hier. Dein Koloss läuft in den Liberator rein. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen was bauen, was diesen Koloss angreifen kann. Ja, der Koloss gehört zu mir. Ja, trotzdem können wir den ja mal angreifen. Und falls du mal Detection hättest, wäre auch gut, weil hier ist irgendwie noch random Creep. Ja, da ist doch ein Observer von hier. Wollte gerade dich loben für etwas, was ich gemacht habe. Soweit ist es schon. Da kommt eine neue Base gerade rumgeflogen. Vielleicht sollten wir die gleich mal uns auch einmal... Ja, ein Warp Prism ist fertig geworden. Endlich. Können wir auch mal wieder eins bauen. Meine Truppen werden angegriffen. Ich komme von unten quasi. Mit Vikings. Gegen meinen Koloss jetzt erstmal nicht so. Das sind nicht. Also das war jetzt eine Banshee, aber. Da war irgendwo ein Viking. Angegriffen war eigentlich eine Banshee. Ich bin blöd, nicht so blöd. Ist der jetzt eigentlich fertig langsam? Ja, ist das ein Spielspiel, ne? Ja. Ist er recht. Pass auf, da gegen die Vikings. Nicht unnötig alles verlieren. Oh, der Mineralien-Cluster kann der jetzt mal hier getötet werden, endlich? So. Wird ja auch mal langsam Zeit hier. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir dürfen nicht so geklumpt stehen, sagt die haben Ghosts. Oh, und Swarmhost. Da müssten wir deine Kolosse eingreifen. Und dann können wir mal eben hier hochpushen und die Planetary rausnehmen. Da kann ich auch den Tank rausnehmen.
Ja, Tanks ist gegen Protoss nicht das Allergeilste. Aber von hinten kommen Banelinge, das ist auch gegen Protoss nicht das Allergeilste. Aber leider stehen meine High Templar alle hinten. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, dass du deine Kolossal behältst. Ich versuche dafür zu sorgen, dass die Vikings sterben. Ich hoffe, das mache ich früh genug. Und dann einer lebt noch. Einer lebt noch. War da ein Lurker? Das ist ein Cloak Banshee. Ja, wir haben irgendwo Detection gehabt, aber offensichtlich ist sie schon wieder gestorben. Boah, ich spiele auch echt nicht so gut, ne? Wir müssen ja heute auch nur 14 Folgen aufnehmen, das ist ja nicht so wild. Bin ich alles ja alle in die Swarmo in meine Gedönse wasted. So, wir bräuchten dringend mal Detection. Da sind Ghosts sichtbar geworden. Jetzt sollen wir unsere Warp Prism auch mal an die Front bringen, nicht mehr hinten stehen lassen. Nein, das sind Noob-Ideen. Wir sind gute Bronze 3 Spieler, da braucht man das nicht. Wann kommt denn jetzt endlich mal mein Warp, mein Detection-Gedöns? Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Muss auch langsam mal da sein. Das Warmos geht ein bisschen auf den Knispel, ne? Auf den Knispel, das Wort habe ich noch nie gehört. Ausgetankt. Achso, ich wollte gerade an deinem Warp Prisma reinwarpen, das ging leider nicht. Frechheit. So, dann knispeln wir jetzt hier mal ein bisschen rein. Nur mal kurz meine Probes an die neue Base ziehen. Wir haben kein Gas mehr. Und am besten eine neue Base nehmen. Das läuft Hallo. So, dass ich ziemlich auch mein bin. Wie sieht vorne aus? Nicht so gut, ne? Ja, doch, ist okay. Wir sollten dann nicht so dringend hochrennen gerade. Ich greife mal die Rocks auf dem Boden random an, weil ich das voll wollte. Oder sind wir Swarmhosts? Haben wir noch irgendwas, was gut gegen Swarmhosts ist? Nee. Dann ist egal. Dafür haben die kein Mining mehr. Ja, Aufwärmspiel, yeah, würde ich sagen, ne? Ja. Und ich erwürge mich wieder hier halb an meinem Kabel. Ich glaube, ich habe 1-1. Ich habe, glaube ich, also ich habe auf jeden Fall 3-3 angedrückt. Ich weiß nicht, ob es schon durch war, aber das war okay. Aber andere Dinge in diesem Match waren nicht so okay. Aber wir haken das mal als Aufwärmmatch ab. Wir haben ja noch 13 weitere Folgen, um uns einzuspielen. Das war's für heute. Ich hoffe, euch jetzt gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts geht es die Folge klicken und rechts ein Aspekt von mir. Und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.